Frau Vorsteherin, meine Damen und Herren, der Faschismus ist 1933 nicht etwa vom Himmel gefallen oder einfach so aus der Hölle gekrochen. Seit Dutzenden Generationen waren die Deutschen aufgewachsen mit den Untugenden der Obrigkeitstreue und Unterwürfigkeit gegenüber gesellschaftlichen Autoritäten und dem Glauben an eine höhere Führung. Sie folgten von klein auf zweifelhaften Sekundärtugenden wie Disziplin, Gehorsam, Ehre, die ihnen ein Klarkommen in der preußischen Militär- und Staatsorganisation ermöglichten. Die Zeit der Demokratie in den 20er Jahren in Deutschland brachte wirtschaftlich, technisch, kulturell und sozial massive Umbrüche und neue Entwicklungen. Es war daher verständlich, dass nach der patriarchalischen, alten Ordnung erzogene Menschen, die in der Weltwirtschaftskrise von Verarmung betroffen oder bedroht waren, auf komplizierte Fragen einfache Antworten suchten und sich eine Führung wünschten. Die Nazis bedienten derartige Führungswünsche. Das reelle Vorbild des Führerstaats hingegen entsprach einem imperialen Absolutismus, der durch keine Beteiligungsrechte beschränkt war. Es war konsequent, dass nach der Machtergreifung auf allen gesellschaftlichen Ebenen keinerlei Wahlen mehr zugelassen wurden. Über alle Sachen Personalentscheidungen stand die Gefolgschaftstreue an oberster Stelle. Ein Deutschland ohne gewählte Arbeiterorganisationen und Arbeiterrechte stellte auch eine quasi paradiesische Verheißung für etliche Führer von Industrie und Großkapital dar. Ohne deren Finanzspritzen, ich denke nur an Fritz Thyssen, hätte die NSDAP den Organisationsaufbau vermutlich gar nicht zuwege gebracht. Der von Nazi-Deutschland begonnene Zweite Weltkrieg als der Versuch der Eroberung, Unterwerfung, Verknechtung und Ausplünderung des Rests der Welt stellt sich als eine verschärfte Fortsetzung des wilhelminischen Imperialismus dar. Schon in der deutschen Kolonialgeschichte wurde Völkermord geübt und als Heldentat gefeiert. Man denke an die heute noch zu Hunderten über Deutschland verbreiteten Straßennamen der Mörder der Herero und der Maasai, beim Thema Gefangene wurden nicht gemacht. Auch wir haben ja in Kassel noch eine Bismarckstraße. Seidel, wie auch Branger und Lauritzen, haben die sozialen Richtungsauseinandersetzungen in den 20er Jahren und Anfang der 30er miterlebt. Sie wussten um den Wert freier Rede und freier Wahl. Seidel und Branger haben die Machtergreifung 1933 in Kassel miterlebt. Sie wussten, dass die Spitzen von SPD, KPD und der Gewerkschaften sofort in der Breitenau interniert wurden bzw. gleich in Zuchthäusern verschwanden. Seidel hatte hier in Kassel mitbekommen, dass der bei den Nazis unbeliebte Oberlandesgerichtspräsident Dr. Heinrich Anz im Mai 1933 von einem SA-Kommando heimgesucht wurde, um seinen Dienst dort zugleich durch Selbstmord zu beenden. Seidel und Branger haben den wachsenden Terror gegen die als Juden ausgegrenzten Teile der Bevölkerung bis hin zur Kristallnacht miterlebt, deren Probenlauf am 7.11.1938 in Kassel stattfand. Es ist klar, unbestritten, nur wenige Menschen in Deutschland hatten das Zeug zum Widerstandskämpfer. Die Bedingungen dazu waren unerhört schwierig. Die, die nicht gleich inhaftiert worden waren oder ins Exil gingen, versuchten, durch notgedrungene Anpassung zu überleben. Aber gezwungen, die Nazis aktiv zu stärken, war in den 30ern jedoch niemand. Kein Studierter war verpflichtet, eine Doktorarbeit zu schreiben. Noch weniger war er verpflichtet, in dieser Arbeit Nazi-Ideologie auszusülzen, um sich damit bei seiner Fakultätsleitung einzuschreiben. Wenn die Staatsführung diktatorisch war, konnte auch die Verwaltung nie unpolitisch sein, sei es als Kommunalverwaltung, sei es als Steuerverwaltung. Schon im Jahr 1935 wurde Seidel nach seinen Angaben mit der Leitung der wehrwirtschaftspolitischen Abteilung der Stadt beauftragt. Was sonst als aktive Kriegsvorbereitung ist dies zu bewerten, war dort Deutschland in den 30er Jahren von keinerlei äußeren Feinden. Seidel hat, wie die Dokumentation ausführlich beschrieben hat, die seinerzeit sogenannte Entjudung unserer Heimatstadt aktiv mitverwaltet. Eine Auseinandersetzung mit ihrem Tun in der Nazizeit haben Seidel, Branner und Lauritzen öffentlich auch in Einsatz nie geführt. Das Geistesgut des Nationalsozialismus war mit dem Kriegsende im Mai 1945 nicht verschwunden. Es wurde nur verdrängt und verleugnet.
Allenfalls Adolf Hitler hatte Schuld und über dies geisterte bis in unsere heutige Zeit, aber es war auch nicht alles schlecht, was im Dritten Reich geschah. Der Nationalsozialismus wurde als Naturkatastrophe behandelt, unter der Kassel ganz, ganz besonders gelitten hatte. Und nachdem die Katastrophe vorüber war, haben die drei Oberbürgermeister mitgeholfen, den Wiederaufbau zu organisieren. Und haben sich in demokratische Strukturen recht schnell eingefunden und daraus ihre ganz persönliche Karriere gefördert. Seidel und Branner waren in der NS-Zeit klassische Opportunisten. Welche Verdienste auch immer sie in der Nachkriegszeit in der Organisation des Wiederaufbaus gehabt haben, als Vorbilder und als Namensgeber für öffentliche Einrichtungen taugen sie nicht. Die Forderung der Kassel-Linken ist es, es nicht bei der heutigen Debatte zu belassen, die Vita der namensgebenden Person aller Straßenplätze, Einrichtungen und Ehrentitel ab der Kolonialzeit sollte wissenschaftlich bearbeitet werden. Das Gleiche gilt für das Handeln von Stadtverordneten, Magistraten und leitenden Personen der Kommunalverwaltung, Nationalsozialismus und der Umgang damit in der Nachkriegszeit. Beim Vorliegen von eklatanten moralischen Versagen und schwerer persönlicher Schuld können Ehrungen nicht weiter bestehen. Dies auszuführen, dazu dient unser Antrag. Details können wir in der weiteren Debatte erörtern. Dankeschön.